Hallo zusammen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück zu unserer Gesprächstherapie. Und bevor wir heute loslegen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir drei Neuzugänge haben. Und wie ihr ja alle wisst, ist es bei uns üblich, sich selbst vorzustellen und in kurzen Worten zu versuchen, sein Problem zu schildern. Und in diesem Sinne übergebe ich das Wort erstmal an Kerstin, würde ich sagen. Hallo, ich bin Kerstin, 16 Jahre alt, auf jeder Party voll geknallt mit hartem Alk. Schmeiß mich den Männern an den Hals, tu immer gut gelaunt, doch bin innerlich down und gewinn kein Vertrauen. Mach nur als Selbstschutz auf selbstbewusst wie die Feldbusch, doch innen drin ist immer nur derselbe Frust. Ich bin zu fett und mich lassen solche Dinge nicht kalt, drum steck ich mir halt immer den Finger in den Hals. Denn ich hasse die Frau im Spiegel und will aussehen wie die Frauen auf dem Cover von Frau im Spiegel. Manchmal fühle ich mich tot, wie wenn ein Föhn ins Wasser fällt. Ich hab kein Geld, doch ich will schön sein wie die Katterfett. So bin ich nicht geboren, ich hab so gelitten. Ich will endlich volle Lippen und große Titten. Man muss mir Fett absaugen für einen flacheren Bauch. Ich würde mein Leben hergeben für eine straffere Haut. Mein Spiegel zeigt mir nicht, was ich sehen will. Ich will jemand anders sein. Kerstin. Michelle, weshalb bist du hier? Was ist dein Problem? Mein Name ist Michelle und ich bin Model von Beruf. Ich bin immer ausgelaugt, doch meine Rolle spiele ich gut. Hatte gestern erst Geburtstag an 20 junge Jahre. Hab auf meine jungen Tage schon genug von Kummer haben. Denn auch Schönheit kann ein Fluch sein, wenn man 90, 60, 90 hat. Denkt jeder, dass man massenhaft und häufig Geld und Freunde hat. Ich kenne viele Leute, aber keinen, mit dem ich reden kann. Und Männer wollen nur eins, ich finde keinen, mit dem ich leben kann. Ich mag keinen Sex und Typen stressen mich gewaltig. Ich war frühreif und wurde schon mit 13 vergewaltigt. Und ich könnte heulen, alles ist beschissen. Nur meine Mutter hielt mich davon ab, mir Säure ins Gesicht zu kippen. Denn ich will nicht mehr hübsch sein, nein. Ich weiß, ihr alle müsst jetzt denken, die muss verrückt sein. Ja. Doch ich weiß, wovon ich rede und ich hasse meinen Job, auch wenn ich meistens davon lebe. Mein Spiegel zeigt mir nicht, was ich sehen will. Ich will jemand anders sein und meine ganze Welt zerbricht bald in tausend kleine Teile. Und niemand hier versteht mich. Michelle, das war sehr mutig von dir. Bernhard, was ist dein Problem? Über mich wurde schon früh als Kind abgelästert. Schon in der Grundschule war ich immer Klassenbester. Sie nannten mich Streber, doch das brachte mich nicht vom Weg ab. Ich lernte weiter, schloss mit 1 die Universitäter. Ich war ein schlaues Kind, heute habe ich Frau und Kind, die oft traurig sind, weil ich nie zu Hause bin. Hab täglich Überstunden genommen, wollt über meinen Stundenlohn kommen, um mehr als nur über die Runden zu kommen. Und ich sollte schon längst Abteilungsleiter sein, doch ich setze mich nicht durch und sag leider nie nein. Hab keine Führungsqualitäten und Entscheidungen. Schwierigkeiten. Früh gelernt, meinen Mund zu halten, nur um Reibung zu vermeiden. Mache alles für meinen Chef und die lieben Kollegen, doch die sind alles nur nicht nett und haben mir nie was gegeben. Und gestern wurde mir dann mit Bedauern beteuert, ich bin nach 15 Jahren der Treue einfach raus und gefeuert. Ich hab doch jeden Monat einen Haufen Raten für das Haus mit Garten und das Auto zu zahlen. Und was soll ich meiner Frau denn sagen? Mama, kauf die Waffe! Hä? Mir reicht's jetzt! Bernhard, nein! Heute ereignete sich ein schrecklicher Vorfall, als ein 37-Jähriger in den Räumlichkeiten einer psychotherapeutischen Praxis während der Gesprächstherapie und in Anwesenheit von anderen Patienten eine Waffe gegen sich selber richtete und Selbstmord beging. Der Mann, der einen Tag vorher seinen Job verloren hatte, hinterlässt Frau und 2 Kinder. Mein Spiegel.